Was hast du gesagt? Herzlich willkommen auf Dynamites Live! Hallo! Wie geht's euch? Wir hoffen, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende. Wir fahren jetzt erstmal zu meinen Eltern, denn wie ihr wisst, haben wir euch ja am Freitag erzählt, dass wir den Flug stornieren müssen. Und das Ganze machen wir heute. In der Hoffnung, dass wir auch tatsächlich das volle Geld zurückbekommen, was wir für die Tickets ausgegeben haben. Und Daniel hatte gerade eine wundervolle Idee. Oh, hast du extra erwähnt, dass das meine Idee war? Ja. Und zwar wollen wir gleich sowieso einkaufen. Und bei uns gibt es in dem Einkaufsladen noch ein Reisebüro, sodass wir vorher, denke ich mal, kurz da reingehen und mal nachhaken, was wir für das Geld so bekommen. In der Beziehungsweise, wie viel wir drauflegen müssten. Also genau. Ich möchte jetzt keinen Urlaub buchen, wo ich jetzt nochmal 800 Euro drauflegen muss. Aber wenn man jetzt nochmal so 200, 300 drauflegt pro Person, man bekommt dann einen geilen Urlaub mit All Inclusive für ein paar Tage, dann Dass wir zumindest noch einmal wegkommen. Ja, und das Ganze werden wir jetzt in Angriff nehmen. Drücken uns die Daumen. Wo ist denn der Kürcher? Hi. Hallo. Hallo. Essen. Mama ist am Laden. Hallo. Ne? Ja. Tschüss, Mann. Tschüss. Da. Ja? Special hier. Hier oder da? Bonnie, komm. Nee. Bonnie, komm. Peter, Bonnie, komm. Her oder hier? Dann will ich zu dir. Tschüss, Bonnie. Liebe hier die Bonnie, ja Bonnie? Tschüss. Ja, jetzt. Sag's zu dir. Bye, bye. Tschüss. 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 So, wir sind jetzt wieder im Auto. Wir waren gerade bei meinen Eltern, haben erfolgreich, muss ich sagen, erfolgreich die Reise stornieren können. Daniel und ich kriegen volles Geld zurück. Wisst ihr aus welchem Grunde? Eigentlich total lustig. Und zwar haben uns die Menschen von der Emirates vor einigen Wochen, Monaten, wie auch immer, wohl eine E-Mail geschrieben und uns gesagt, dass sich die Flugzeiten ändern. Und ich habe darauf nicht reagiert, weil ich es nicht mitbekommen habe. Dementsprechend dadurch, dass wir weder ab noch zugesagt haben, die Option zu stornieren, weil wir damit nicht einverstanden sind. Und genau. Dafür dann jetzt und das volle Geld. Also nicht irgendwie, dass wir noch Stornierungsgebühren, normalerweise, weil wir haben halt keine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen. Wir hätten sonst 200 Euro Stornierungsgebühren zahlen müssen, aber dadurch, dass der Flug sich verschoben hatte und ich nicht darauf reagiert habe, kriegen wir das volle Geld zurück. Hoch auf deine Tollpatschigkeit! Und deswegen können wir dann schön, vielleicht doch schön in den Urlaub. Auch wenn anders als geplant. Freunde, da es leider viel zu spät ist, haben wir uns, ratet mal, Döner gekauft. Wir saßen halt gerade ganz, ganz lange bei meinen Eltern wegen der Stornierung. Wir waren ja einkaufen und sind gerade reich. Ich habe noch meine Jacke an. Jedenfalls habe ich dann so einen riesen Döner geholt. Guck mal, wie groß der ist. Und ich habe einen normalen geholt. Ich habe mich heute Mittag hier hingesetzt, auf Kopf. Und muss sagen, ich fühle mich ein bisschen angenehmer, wenn ich hier sitze. Ja? Besser als da. Okay. Warte, weil ich einfach so was. Der Krümel ist jetzt immer auf dem Kopf. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Und wir wünschen Daniel, den kleinen Döner, einen guten Appetit. War nicht gute Deutsch, glaube ich. Was hast du gesagt? Was meintest du? Meine Freundin möchte aufs Toilette gehen, aber kann nicht. Sie merkt, dass da was ist, aber es will nicht raus. Meine YouTuberin hat gerade einen Livestream. Ich werde gleich auf jeden Fall erstmal richtig geil duschen nehmen. Für morgen. Komm mal. Oh Gott, ich habe geschrieben, sie liest es nicht. Oh Mann. Lovely regrets from Germany. Irgendwie fühle ich mich total müde. Und ich habe Daniel gesagt, dass ich mich schon mal ins Bett legen werde, denn wir haben erst 9 Uhr, aber ich bin ja morgen auf dieser Messe, von der ich euch erzählt habe. Ich muss sagen, ich bin echt aufgeregt. Ich
Ich bin so richtig, richtig aufgeregt. Dann, wenn ihr das Video seht, ist alles schon wieder vorbei und ihr werdet morgen sehen, wie das Ganze war. Trotzdem bin ich aufgeregt. Ich weiß, ich bin YouTuber und ich weiß, dass uns täglich tausende Menschen hier uns auf diesem Kanal verfolgen. Aber trotzdem live, tatsächlich live vor anderen zu sprechen, Gott, oh Gott, oh Gott, das ist so, das ist für mich echt nicht cool. Trotz alledem, ich freue mich auf die Autogrammstunde und danach aber so auf der Bühne. Mal gucken, wie ich mich machen werde. Das seht ihr dann natürlich auch morgen. Ach, da ist der Daniel. Deswegen würde ich an dieser Stelle sagen, gute Nacht, bleib dran, gleich kommt der Dynamite des Tages. Hallo, da bin ich wieder. Hallo, da bin ich wieder. Guten Morgen. Wir sind gerade auf dem Weg zur Messe, denn ihr wisst, dass wir dorthin fahren. Boah, Freunde, ich bin so aufgeregt, ne? So richtig aufgeregt. Kommen wir nun zum Dynamite des Tages. Der heutige Dynamite des Tages ist Selina Schmidt. Sie schrieb, mega cooles Paar. Was ist eigentlich mit Bonnie? Und ist euch das nicht zu stressig, so viel Videos zu drehen und zu schneiden? Und wie hat euer Umfeld reagiert, als sie wussten, dass ihr YouTube macht? Die Frage habe ich gestern auch noch gelesen, gestern Abend, als sie vertotschlagt. Wir lesen nämlich alle Kommentare. Bonnie ist bei meinen Eltern. Natürlich ist es stressig, so viele Videos zu drehen und zu schneiden. Aber man muss sagen, beziehungsweise ich muss sagen, mir macht das Schneiden so viel Spaß. Würde ich keine Videos schneiden, ich glaube, ich würde, ich weiß nicht. Du willst im Fitnessstudio gehen und so ein Kante werden. Ich weiß, ich kann das, ich kann nicht mehr ohne. Das ist voll, okay, nennt mich krank, aber mich macht das voll glücklich. Also ich liebe es, Videos zu schneiden. Das ist total schön. Es ist ein Ausgleich zum Alltag. Manch andere gehen Fahrrad fahren, Motorrad fahren, schwimmen und du schneidest einfach Videos. Ja, aber natürlich ist es mit sehr viel Stress verbunden, vor allem wenn man so eine schlechte Internetleitung hat wie wir. Wie hat euer Umfeld reagiert, als sie wussten, dass ihr YouTube macht? sagen wir mal so, unsere Freunde fanden es toll. Also die haben uns auch unterstützt. Die haben auch gesagt, mach das weiter, das ist cool. Und unsere Nicht-Freunde, Bekannte oder Menschen, mit denen man sich in der Vergangenheit ja irgendwie nicht mehr so verstanden hat, beziehungsweise sich verstritten hat oder einfach nichts mit denen zu tun hat oder wie auch immer. Natürlich haben die sich schön das Maul bei uns zerrissen und dann hieß es, ja, das ist ja voll peinlich, was ihr macht und ja. Aber dann hinterher ankommen, als sie gesehen haben, dass die Abonnentenzahl steigt und steigt und man wächst und man wächst und hat mehr Spaß daran und alles wird cooler. Dann hinterher wieder ankommen und, Entschuldigung für den Ausdruck, den Arsch pudern zu wollen, muss man einfach so machen. Was ich ganz cool fand, oder was am Anfang kann ich von mir aus sagen, meine Eltern haben das mit ganz, ganz skeptischem Blick gesehen. So, die Nachbarn, die Generation Eltern nun mal ist so, was denken die Nachbarn über einen und so. Was sollen die anderen von uns denken? Genau. Aber jetzt mittlerweile, was ich auch richtig gut finde, ist sogar meine Mutter ist teilweise vor der Kamera, hat damit kein Problem mehr gefilmt zu werden, ist auch an sich sehr, sehr entspannter geworden. Was mir auch sehr, sehr viel bedeutet, dass sie auch jetzt mehr dahinter steht und das auch im Prinzip gut findet, was wir machen, weil sie sieht, wir machen uns nicht zum Affen oder so, sondern wir haben Spaß daran und wir machen einfach unser Ding. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass die Eltern dahinter stehen. Und das bedeutet mir, dass meine Eltern dahinter stehen, vor allem meine Mutter, bedeutet mir persönlich sehr viel. Das war jetzt schön gesagt. Ja, Mama, wenn du das siehst, dann schreib mir bitte bei WhatsApp. Und schenk ihm eine Packung Schokobons. Zwei. Bei Real gibt es noch 500 Gramm Packungen, nur für Info. Wir hören halt nicht auf die negativen Sachen, weil wir persönlich einfach wissen, es macht uns Spaß, alles ist super, alles ist toll, deswegen. Und wenn ich schon morgen Dynamite des Tages werden wollte, dann müsst ihr das Video ganz, ganz fleißig kommentieren. Kommentieren, kommentieren, kommentieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Und wie es ja, auf der Messe sein wird, wie ich mich anstelle, oh Gott, ob ich quer über die Bühne breche, das seht ihr natürlich im morgigen Vlog. In der Endcard könnt ihr uns abonnieren, auch vom Handy aus. Dafür müsst ihr einfach auf den Kreis drücken in der Endcard. Und in der Endcard habt ihr auch die Möglichkeit, euch ein richtig cooles Video reinzuziehen. Da könnt ihr auch einfach auf den Bildschirm klicken, selbst vom Handy aus. Das ist eine ganz, ganz neue Funktion.